der Bau eines Windkraftwerks. Ein Projekt der Grünwerke, das bereits seit mehreren Jahren in Planung ist. Heute ist es endlich soweit. Die großen Teile werden angeliefert und montiert. Doch bevor hier auf der Baustelle in Grevenbroich richtig losgelegt werden konnte, musste im Vorfeld vieles detailgenau vorbereitet werden. Zuständig hierfür ist Andreas Jüngst von den Grünwerken Düsseldorf. Er betreut das Projekt intensiv seit einem Jahr. Dieses Projekt haben wir auf den Tisch bekommen, haben es wirtschaftlich geprüft, haben dann in der Folge natürlich auch nochmal mit dem Grundstückseigentümern gesprochen, die letztendlich ja über Pachtverträge auch an uns gebunden sind. Wir haben mit den Eigentümern der Nachbargrundstücke nochmal gesprochen. Wir haben uns also letztendlich um die gesamte genehmigungsrechtliche Seite auch dann mit der Stadt Grevenbroich gekümmert und gemeinsam mit dem Projektentwickler eben dieses Projekt so weit getrieben, dass wir es dann auch tatsächlich im März mit dem Bau beginnen konnten. Letztendlich ist diese Projekthistorie sicherlich schon etwa 4 Jahre alt. Das heißt also, der Projektentwickler, der damals dieses Projekt begonnen hat, hat sich dann schon, hat dort erst einmal mit den Beteiligten Kontakt aufgenommen, hat vorsondiert, welche Möglichkeiten es gibt, dort an der Stelle das Windrad zu errichten und hat dann letztendlich schon die wesentlichen Weichen gestellt, sodass wir jetzt eben auch dann im Bau die Anlage zur Realisierung bringen können. Die Grünwerke als Tochterunternehmen der Stadtwerke Düsseldorf beschäftigen sich seit 2010 mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Windenergie, Photovoltaik und Bioenergie gehören zum Portfolio. Wir als Grünwerke möchten gerne auch einen Beitrag für die Landeshauptstadt Düsseldorf zur Klimaneutralität leisten. Deswegen sind wir stetig auf der Suche nach interessanten Projekten und Standorten, um Anlagen zu bauen. Unser Ziel ist es, 500 Gigawattstunden aus erneuerbaren Energien bis 2020 zu produzieren. Das Ziel der Landeshauptstadt ist, bis 2050 klimaneutral zu sein. Und da wollen wir als Grünwerke über die Stadtwerke Düsseldorf auch gerne einen Beitrag zu leisten. Also wir haben installierte Leistung im Photovoltaikbereich bei etwa 7 MW. Das sind Kleinanlagen um die 50 bis 100 kW in Düsseldorf, aber auch größere Anlagen, Freiflächenanlagen mit 2,5 oder 2 MW. Die bekannteste hier in Düsseldorf ist die am Flughafen, direkt neben der Start- und Landebahn, eine 2 MW-Anlage, die wir 2011 gebaut haben. Und im Windbereich haben wir einen Anteil von etwa 16 MW derzeit im Betrieb. Und wir haben aber einige Projekte, wie beispielsweise dieses Projekt Grevenbroich, hier ganz in der Nähe, die wir derzeit bauen und die dann in diesem Jahr ans Netz gehen werden. Auf der Baustelle in Grevenbroich nimmt der Aufbau des Windrads langsam Gestalt an. Das Wetter macht den Profis vor Ort aber immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Zu starker Wind oder Nebel wie jetzt gefährden den Aufbau des Maschinenhauses. Noch vor einer Stunde war der Nebel zu dicht. Die Arbeiten mussten erst einmal ruhen. Schon beim Bekleben des Maschinenhauses eine Woche zuvor war man über das gute Wetter sehr froh. Denn auch hier ist man abhängig von Sonne, Wind und Regen. Das Schlechteste ist bei Regen. Bei Regen, da haben wir eigentlich immer die meisten Probleme gehabt. Ja. Dann kommen die Minusgrade. Minusgrade. Oder pure Sonnenschein. Also wenn jetzt hier wirklich voll die Sonne drauf scheint und das Dürrehaus sich halt hier auch aufheizt ohne Ende, wird es auch nicht gerade schön, weil die Folie ist ja dann nicht so weich. Hier keine Chance. Mittlerweile schwebt das Maschinenhaus schon an vorgesehener Position, und zwar in rund 100 Metern Höhe. Jetzt heißt es äußerste Konzentration, sowohl für den Kranfahrer als auch den Mitarbeiter, der sich im Inneren des Turms befindet. Beide müssen über Funkgeräte miteinander kommunizieren, um jeden einzelnen Schritt zu besprechen. Hier kommt es auf Millimeter an, damit das Maschinenhaus später auch richtig sitzt. Auch der TÜV ist vor Ort, um die Arbeiten zu überwachen. Die allergrößte Gefahr besteht natürlich hier aufgrund der schweren bewegten Lasten und aufgrund der Montagehöhe von gut 100 Metern darin, dass
Dinge herabfallen und Personen verletzen. Das heißt, wir achten so wie jetzt im Moment auch bei den Hubarbeiten darauf, dass der Gefahrenbereich um den Turm der Windkraftanlage, um den Kran nicht betreten wird. Nach etwa 3 Stunden ist das Maschinenhaus fertig montiert. Ohne die Unterbrechung durch den aufziehenden Nebel hätte man die Arbeiten wahrscheinlich schon nach 1 Stunde abschließen können. Als nächstes sind die Rotorblätter an der Reihe. Dafür muss zunächst die sogenannte Narbe montiert werden, die kurz zuvor noch tief im Dreck feststeckte. Andauernder Regen hatte den Boden so stark aufgeweicht, dass diese eingesackt war und erst wieder befreit werden musste. Als die Rotorblätter montiert werden, kommt auch endlich die Sonne zum Vorschein. Durch die bessere Sicht können die Blätter nun relativ schnell und problemlos angebracht werden. Mit dem letzten Blatt nach ca. 3 Stunden ist alles geschafft und damit konnte die Anlage am 31. Juli nach 5 Monaten Bauzeit in Betrieb genommen werden. Das gesamte Projekt aber hat eine Historie von über 5 Jahren. 5 Jahre, in denen auch nicht immer alles so lief wie geplant, besonders in den letzten Zügen. In der Summe ist natürlich bei einem so großen Projekt auch immer damit zu rechnen, dass das nicht ganz reibungslos abläuft. Aber in der Summe sind wir sehr zufrieden, so wie es gelaufen ist. Es gab gerade hier auch in der Bauphase gewisse Probleme dann bei der Anlieferung der doch auch recht großen Elemente. Also die Turmsegmente und diese Rotorblätter müssen auf Spezialfahrzeugen hierhin transportiert werden und mussten aus Norddeutschland hierher transportiert werden. Das hat sich sehr schwierig gestaltet. Da hat sich die Anlieferung dann doch mehrfach verzögert. Letztendlich steckten dann die Fahrzeuge auf Autobahnraststätten teilweise fest. Es kam uns dann auch der Anfang der Sommerferien ein wenig in die Quere, weil man natürlich dann auch vermeiden muss, dass man eben diese Schwerlasttransporte, die dann auch den normalen Verkehr ja auch schon deutlich beeinträchtigen, dann noch zusammenkommen mit der anrollenden Urlaubswelle. Insofern hatten wir dann auch noch einiges an Überzeugungsarbeiten zu leisten bei den Behörden, damit wir eine Sondergenehmigung bekommen und trotz Ferien dann eben die Elemente auch hierhin transportieren konnten. Das nun fertiggestellte Windrad hat eine Größe von 105 Metern und zählt zu den mittelgroßen Anlagen. Gemeinsam mit den Rotorblättern kommt man auf 150 Meter. Wenn man sich die fertige Anlage so anguckt, dann sieht man natürlich ja, den Turm, den Rotor. Aber was man nicht sieht, ist das Fundament. Das ist logischerweise unter der Erde. Aber man muss sich vor Augen führen, dass etwa 80% des Gesamtgewichts dieser Anlage unter der Erde ist, nämlich im Fundament vergraben. Klar, das muss natürlich auch entsprechend schwer sein, um die Anlage auch aufrechtzuerhalten. Aber nichtsdestotrotz ist eben auch tatsächlich der Bau der Anlage und das Bauen des Fundaments etwas, was im Vergleich deutlich länger dauert als dann das eigentliche Errichten des Turms oder der Rotoren, was dann in 1 bis 2 Tagen tatsächlich erledigt ist. Mit dem Windrad können ab sofort 1600 Haushalte versorgt werden. Die Grünwerke sind damit ihrem Ziel ein Stückchen näher, die Stadt Düsseldorf bei ihrer geplanten Klimaneutralität zu unterstützen.